Hallo bei Landleben TV wieder mal. Hier ist der Peter. Ich bin heute zu Gast im Zeitlos in Würmersheim. Neben mir habe ich den Andreas. Hallo Andreas. Hallo Holz. Mit dem Andreas werde ich heute ein kleines Rezept machen. Wir machen eine kleine Vorspeise. Wir machen heute sogenannte Champignonpraline. Landleben TV. Leben mit Genuss. Also, Champignonpraline relativ einfach. Machen wir weiße Champignon für euch. Da nehmen wir mal im Prinzip einfach den Strunk raus. Wir müssen den ein bisschen hacken. Ich gebe den jetzt einfach mal zum Andreas rüber. Der weiß ganz gut, wie das funktioniert. Und ich nehme mal an, du hast sowas Ähnliches bestimmt auch schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht. Den ganzen Strunk werden wir einfach ziemlich so fein hacken, wie es halt geht. Dann vermischen wir die ganze Sache mit Frischkäse, schmecke das nochmal ein bisschen ab und dann kommt es wieder in unsere Champignon rein. Andreas, magst du mal was über deinen Laden hier erzählen, wo wir hier sind? Ja, also, wie gesagt, wir sind hier im Zeitlos in Würmersheim. Wir haben ein gut bürgerliches deutsches Lokal. Wir machen alle möglichen Speise im Prinzip. Von der Pasta über das Fleisch, vom Salat über viele verschiedene Beilagen. Ein bisschen Crossover, also manche Dinge, die nicht zusammenpassen, machen wir trotzdem zusammen. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Ja, was für eine Sache passt hier nicht zusammen? Es passt ja eigentlich alles zu allem. Wie gesagt, das ist immer Geschmackssache, was zu einem passt und was nicht. Also, den Strunk von unseren Champignons haben wir gehackt. Unsere Champignons sind ausgehöhlt. Jetzt gehen wir im Prinzip einfach zum nächsten Schritt. Ist relativ einfach. Wir haben hier Frischkäse. Der kommt hier dazu. Ich habe hier drüber Chorizo. Die werden wir jetzt im Prinzip einfach mal in feine Stücke schneiden. Lass mal der Andreas probieren, ob die gut ist. Schmeckt nach Chorizo. Schmeckt nach Chorizo. Ist nicht zu scharf wahrscheinlich, aber auch nicht zu mild. Da könnt ihr euch aussuchen, welche Chorizo euch am besten schmeckt und welche ihr am besten mögt dafür. Wenn wir wollen, können wir das noch ein bisschen schöner machen. Tun ein bisschen Petersilie oder ein wenig Schnittlauch rein. Können wir gleich ein bisschen Schnittlauch mit dazu nehmen. Dann funktioniert das jetzt relativ einfach. Wir legen jetzt hier mal Speck auf unserem Brett aus. Jetzt darf der Andreas mal ein bisschen hier drüben seines Amtes walten. Und Andreas füllt mir jetzt im Prinzip die Champignons. Möchtest du gerne einen Löffel oder möchtest du mit der Hand? So. Kann dir auch Löffel geben? Was immer du möchtest. Ich habe ja schon schmutzige Handschuhe. Ja, klar. Also, dann kommt im Prinzip die Scheibe Chorizo hier auf unseren Champignon drauf. Und dann lege ich meistens verkehrt rum, dass die Chorizo nach unten zeigt auf den Speck. Und roll das im Prinzip einfach mal rundherum ein, dass im Prinzip der ganze Champignon in Speck eingewickelt ist. Also, unsere Champignon-Pralinen sind jetzt alle eingewickelt. Andreas und ich, wir gehen jetzt mal rüber an den Grill. Und wir legen die jetzt im Prinzip nur indirekt in den Grill rein. Das heißt, wir haben den rechten Brenner an und den linken Brenner an. Den mittleren haben wir ausgelassen. Und dann können wir uns im Prinzip frei in der Mitte irgendwo bewegen. Ich lege die jetzt mal oben hin, weil oben gehen die ein wenig schneller, weil die heiße Luft steigt ja nach oben. Und dann sind die ein bisschen schneller fertig wie die anderen. Und ich brauche jetzt wahrscheinlich so gute Viertelstunde bis 20 Minuten. So, unsere Champignons haben jetzt so gute 10 Minuten, Viertelstunde schon vorher hinter sich. Und jetzt gehen wir einfach hin und tun die mit Barbecue-Soße einfach rundherum glasieren. Das schmeckt dann auch im Prinzip schön würzig, aber auch noch ein bisschen süß. Und man hat ja vom Mundgefühl immer gern, wenn es ein bisschen krustig ist. Zwischendrin gucken wir nochmal nach und dann können wir die je nachdem nochmal nachglasieren. Also unsere Champignon-Praline, die haben wir jetzt zweimal glasiert. Die waren jetzt, würde man sagen, so gute 35 Minuten hier drin. Die sind eigentlich richtig schön braun geworden. Also nicht schwarz, aber haben eine schöne Farbe gekriegt und die Champignons sind innen drin richtig schön gegart. Einfach irgendwo ein Klecks. Wunderbar. So, unsere Champignon-Praline haben wir jetzt vom Grill runter. Jetzt wollen wir die mal noch schön anrichten. Jetzt machen wir hier so Klecks Barbecue-Soße, fahren da einmal durch. Und jetzt können wir unsere Praline schön dekorativ hier reinsetzen. Könnt ihr das vielleicht noch mit ein paar Blumen ausgarnieren. Und jetzt haben wir schon geile Vorspeise. Andreas, ich würde mal sagen, lass dir schmecken. Du eine, ich eine. Wie sagt man es doch? Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Achtung. Die Champignon-Praline war sehr lecker. Ich bedanke mich beim Andreas, dass ich mit dir hier das grillen durfte. Ich hoffe, wir machen das wieder mal miteinander. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Viel Spaß.